Spiel an. Ich bin das absolut Böse. Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei Krachmugger TV. Ich bin Ernie und heute gucke ich erstmal auf den Zettel, haben wir einiges vor. Kinotipp, ausgelagerte Kommentarsektion, aktuelles Thema vom Zettel ablesen, weil authentischer diesen Teil natürlich nicht mitlesen. Freunde, ich war letztes Wochenende im Kino. Ich liebe es ja, ins Kino zu gehen. Ich hasse es ja, ins Kino zu gehen. Versteht ihr, was ich meine? So eine schöne große Leinwand, geiler Sound, sogar bei den großen Kinos da, wenn du dann so Interstellar guckst und das alles so mega aufbereitet ist. Und dann geht der Film los. Und 5 Minuten später kommt die Gruppe. Die Gruppe, die dann 90 Minuten lang nur hinter dir sitzt und labert, tuschelt und irgendwelche dummen Kommentare abgibt. Ja, wie letzte Woche, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an das Herr-der-Ringe-Trauma, was ich da seit Jahren mit mir rumtrage. Ich habe alle 3 Teile im Kino geguckt, so. Dann gehe ich in den ersten Teil und dann sitzen sie da neben mir. Der Typ mit seiner Freundin. Du wusstest schon ganz genau, die Freundin, die kennt das Buch nicht, hat eigentlich auch überhaupt gar keinen Bock in den Film zu gehen, kommt nur mit, damit er dann irgendwann nochmal mit ihr Dirty Dancing da guckt, so. Film geht los, es kam wie erwartet. Sie zu ihm so, wer ist denn das, wer ist denn das? Er so, ja, der und der. Boah, das ist aber ganz schön gruselig, ne? So, ey, 2. Teil sitzt da die Tochter mit der Mutter, mit der Oma nebeneinander. Ja, hier, wer ist denn das, wer ist denn das? So, Tochter zur Mutter, so die Mutter so, ja, weiß ich nicht, frag mal weiter, frag sie die Oma. Ja, wer ist denn das? So die Oma, ja, weiß ich nicht. So die Mutter dann zur Tochter so, ja, nee, ich hab keine Ahnung. Und die Tochter, boah, ist das gruselig. So, Alter, 3. Teil weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da haben sie einfach alle geredet, so, oder? Ja, weißt du was? Letzte Woche, ich habe mir Annabelle 2 angeguckt. Bekannt aus Filmen wie Annabelle 1, ja, und den beiden Conjuring-Teilen. Ich muss sagen, so für so einen modernen Horrorfilm, so mit allem, was da so einen drauf erwartet, gute Technik, so, ich fand den richtig gut, so. Also der hatte echt seine Schockmomente, also wenn du da hier mit deinem Popcorn auf dem Schoß sitzt, dann halt gut fest, so. So ein bisschen wie bei, ich habe die ganze Zeit, ich komme immer noch nicht auf den Film, ich meine so, das gesamte Design so vom Film und so die Maske, alles total gut. Nur der Dämon sieht dann aus wie aus dem Überraschungsei rausgeholt. So, aber ist ja jetzt hier auch kein Film-Review-Channel. Den Film kann ich empfehlen, wirklich gruselig. Hat sogar, finde ich, eine recht akzeptable Story für so einen 2. Teil. Das Ding fand ich gut. So, dann hatte ich letzte Folge gesagt, dass ich nicht mehr kommentieren werde, was ihr unter die Videos schreibt. Ich habe da einfach keine Zeit zu und die Zeit, die ich mir dafür nehmen würde, investiere ich lieber dann jetzt für neue Videos. Sammle mir so die besten Sachen raus, die beantworte ich jetzt ganz am Schluss. So, wie gesagt, für mich ist das alles dann einfach in der Woche ein bisschen lockerer und ja, wunderbar. Oh, wir müssen aufhören, hier nach dem Essen zu drehen und so spät abends. Ich kann schon knacken. Eine kleine neue Rubrik heute, Netzfundstücke. Das Jahr hatte uns ja schon reichlich beschenkt mit What the Fuck-Momenten. Da an Anfang des Jahres zurückdenke, Corpse Paint ist Blackfacing und eine Band wird gezwungen, ihre Bemalung, die laut der Band wichtig für das Auftreten der Band ist, abzulegen. Ansonsten darf sie nicht spielen. Die Band stimmt jetzt dem zu. Hauptsache, sie verlieren den Auftritt nicht. Dreadlocks sind rassistisch, weil Weiße damit einen Teil der schwarzen Kultur übernehmen. Ich weiß nicht, ob manche Leute nicht irgendwie zu viel Zeit haben. Und eine andere Sache, habe ich letztens gelesen, Eintracht bei Facebook, und wieder wird ein Konzertfestival abgesagt, weil zu wenig Karten verkauft wurden. Die Szene zerstört sich selbst. Klasse. So, das war die Einleitung, auf die dann jemand ein längeres Statement veröffentlichte, das war wohl der Veranstalter. Ja, so Einträge wie diese, von denen hört man halt öfters in letzter Zeit, ne? Also Konzerte werden abgesagt, weil die Veranstalter davon ausgehen, dass nicht genug Leute kommen werden. Sie messen es daran, wie der Vorverkauf läuft. Und ja, ich habe da wenig Erfahrung mit. Also ich bestelle selten im Vorverkauf, auch wenn es günstiger ist. Ich verhalte es mir ganz gerne spontan offen, ob ich irgendwo hingehe und entscheide das dann eben erst am Abend. Aber so die Veranstalter werden da wahrscheinlich so ihre Erfahrung haben. Naja, gut. Und
wenn bis, keine Ahnung, Monat vom Festival oder vom Konzertabend da zu wenig verkauft worden ist. Letzten Endes sitzt der Veranstalter auf den Kosten selber, bleibt drauf sitzen. Und ja, es geht heute ein bisschen um Underground und auch um die Konzertkultur, ich weiß gar nicht. Also ich bin heute so müde, ich muss ein bisschen nachsehen, dass ich hier ein bisschen vor mich hin tüdel. Nee, also die eine Sache ist so Underground. Und bevor wir jetzt über Underground sprechen, was verstehe ich dann unter Underground? Also ich sage jetzt einfach mal, kann man lange drüber diskutieren, aber so Bands, Veranstalter, Labels, die das in ihrer Freizeit machen, die also praktisch für ihren Unterhalt ganz normal arbeiten und eine Band oder ein Label oder eben als Veranstalter auftreten in ihrer Freizeit und das, ich sag mal, als Hobby machen. Fällt mir immer ein bisschen schwer, Musik als Hobby zu bezeichnen, weil das trifft es nicht so wirklich. Ja, und ja, die Underground-Konzertkultur halt. Ja, es wird ein Konzert abgesagt, weil zu wenig Karten verkauft wurden. Die Szene zerstört sich selbst. So. Ich werde jetzt die Quelle nicht angeben, die ist auch vollkommen egal. Ich will jetzt auch dem Verfasser gar nicht irgendwie da gegen das Bein pissen. Es sind jetzt einige Sachen bei, wo man euch echt ganz gerne was zu sagen möchte, sind aber auch wirklich Sachen bei, die unbedingt mal angesprochen werden müssen, weil sie wirklich richtig sind. Na, fangen wir an hier. Wie gesagt, nochmal, um es in Erinnerung zu rufen, Konzert wurde abgesagt, weil zu wenig Karten verkauft wurden. Der Veranstalter in seinem Statement, erster Satz, es wurde bewusst keine große Werbung gemacht, da es sich um eine wirkliche Underground-Festival handeln sollte. Es wurde keine große Werbung gemacht. Das Konzert wurde abgesagt, weil keine Karten verkauft wurden. Krass, da fällt mir nichts mehr zu ein. So. Also das kann man auch nicht schönreden. Also ich habe selber schon Konzerte organisiert, ich habe auch schon bei Touren mit organisiert und es geht hier halt auch weiter. Ich verstehe es einfach nicht. Früher, als es noch kaum Internet gab, hat man auch von Konzerten gehört und ist einfach hingegangen, ohne eigentlich zu wissen, was es genau kostet und wer spielt. Da stellt sich jetzt die Frage, von welcher Zeit redet er, weil selbst das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Wir leben heute irgendwie in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass ein Veranstalter als Werbung begreift, eine Veranstaltung bei Facebook zu gründen und dann seine Freunde einzuladen und dann überall rum zu spammen und jedem zu sagen, bitte teil diese Veranstaltung und lad all deine Freunde ein. Und das war's. Facebook. Einzige Werbeplattform. Keine Flyer werden mehr gemacht, es werden keine Poster mehr gedruckt und dann wundern sich die Leute, dass keiner kommt. So. Es wurde keine große Werbung gemacht, weil es Underground sein soll. Vielleicht war es so, dass man früher, nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zu Konzerten gegangen bin, wo ich wirklich nicht gewusst habe, wer spielt und auch nicht gewusst habe, was es kostet. Das war immer irgendwie, wenn es dann Black Metal war, wenn ich wusste, es war ein Black Metal Konzert und ich kannte da dann niemanden. Da muss ich schon sagen, da bin ich dann früher auch hingegangen. Das mussten so ein paar Rahmendaten natürlich dann einfach stimmen. Weil früher gab es jetzt auch nicht so viele Black Metal Konzerte wie vielleicht heute. Muss ich auch dazu sagen, von früher, ganz so weit kann ich da gar nicht zurückgehen. Vor 1998 bin ich gar nicht groß auf Underground-Konzerte gegangen. Ich habe in der letzten Show erzählt, ich war 92 oder 93 bei Iron Maiden in Hannover auf der Fear of Life Tour. Dann war ich, das war 96 und 97, glaube ich, auf der Gods of Darkness Tour. Das waren zwei Festivals, wie gesagt, einmal 96, einmal 97. Es war jeweils Cradle of Filth, der Headliner. Und dann haben jeweils noch drei andere Bands gespielt. Da waren unter anderem Dissection bei, da waren Old Man's Child bei. Gorgoroth hatten da, glaube ich, ihre erste Tour mit Gaal gehabt. Da war In Flames. Das waren wirklich ganz tolle Konzerte. So. Also vor allem das erste Jahr war Cradle of Filth so richtig gut. Das nächste Jahr hatten sie dann, glaube ich, die Cruelty and the Beast rausgebracht, sind da wesentlich professioneller zu Werke gegangen. Das war dann irgendwie, ja, das war dann nicht mehr ganz so toll. Aber das erste Jahr, als ich da 96 gesehen habe, Dani hat sich da einen abgekreischt. Ja, ab 98 bin ich ja weggezogen von zu Hause und dann andere Stadt und da gab es dann auch ein paar Möglichkeiten, mal jetzt auf Underground-Konzerte zu gehen. Aber irgendwie wusste man schon immer, was einen erwartet. Und auch damals musste Werbung gemacht werden. So. Also deshalb kann ich das jetzt hier eben nicht nachvollziehen. 10 Euro für 6 Bands sind immer noch zu teuer. Gut, das ist so eine Preissache, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Nächsten Teil verstehe ich nicht so ganz. Ich habe unter anderem das Gefühl, dass die breite Masse Angst hat, E-Mails zu schreiben. Das würde ja 5 Minuten von der Zeit vor dem Fernseher bei RTL klauen. Da wird er jetzt ein bisschen zynisch. Ich habe das in dem Kommentarverlauf noch gelesen, dass es nicht nur so war, dass
das Konzert abgesagt ist, weil nicht genug Karten verkauft worden sind. Es war wohl auch so, dass man für dieses Konzert an der Abendkasse gar keine Karten hätte kaufen können. Man müsste sie also im Vorfeld bezahlen und das wurde so argumentiert, man möchte ja wissen, wer kommt. Ja, ich weiß nicht, ob der Veranstalter sich mutwillig selber boykottiert hatte, aber das sind einfach, also alles, was ich bis jetzt hierhin lese, klingt danach, ja, irgendwie hatte er gar keinen Bock, dass das Ganze funktioniert. Einerseits ist es natürlich so, dass es immer noch diesen Gedanken von Underground gibt und ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass man keinen Bock auf Facebook hat. Auf der anderen Seite spielt sich da eine Menge ab. Wie ich aber schon gesagt hatte, du kannst natürlich auch nicht sagen, ich mache jetzt nur bei Facebook Werbung und mache sonst gar nichts mehr. Man muss halt heutzutage so einen Mittelweg finden, ne? Ja. Mich kotzt es an, alle weinen, dass die alte Szene besser war oder wir unterstützen auch kleine Bands. Wird aber mal ein Festival mit wirklichen Underground-Bands organisiert, zu einem verdammt günstigen Preis in einer Hammer-Location mitten im Wald, kommt keine Sau, weil ja keine gute Band dabei ist. So, ich interpretiere jetzt den Verfasser falsch, bin ich mir drüber im Klaren, möchte aber mal herausgreifen, kleine Bands und gute Bands. Das ist das, warum ich diese Sendung betitel mit »Das falsche Verständnis von Underground«. Underground soll sich nicht darüber definieren, dass die Leute das als, wie gesagt, ich benutze jetzt hilfsweise das Wort Hobby zur Musik machen, sagen, oder aus Leidenschaft, wobei ich jetzt auch eben professionellen Bands, die mit ihrer Musik Geld verdienen, nicht absprechen möchte, dass sie mit Leidenschaft am Werk sind. Das wäre totaler Blödsinn. Es kann nicht sein, dass ein Underground sich darüber definiert, dass die Bands einfach klein sind. Es muss immer noch darum gehen, dass die Bands gut sind. Und irgendwo ist sowieso beim Underground ja auch irgendwann mal eine Grenze erreicht, wo die Bands sehr, sehr gut sind, aber aufgrund ihrer musikalischen Ausrichtung jetzt gar nicht die Chance haben, in einen Mainstream zu kommen. Das ist ja auch im Black Metal die Sache, wenn du halt sehr spezifisch bist, sehr, sehr eigene Musik machst, die im Underground unglaublich gut ankommt, aber dann halt diesen Schritt aus dem Underground heraus natürlich gar nicht so tätigen kann. Ich habe jetzt einfach keine Beispiele so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist so dieses Ding, man macht ein Konzert, definiert es als Underground-Konzert, weil kleine Bands spielen, anstatt irgendwie klarzumachen, dass es hier um Qualität geht. Man kann auch ein Underground-Konzert machen mit und das nicht mit kleinen Bands, sondern ja, mit kleinen, guten Bands. Und dass das einfach mehr herausgehoben wird, das finde ich, das fehlt hier komplett, ne? Ach, bei der letzten Show, die schöne Nostalgie-Show. Ich konnte da so schön chronologisch vorgehen, das machte das so einfach. Hier habe ich jetzt so eine bestimmte Message, die ich am Ende rüberbringen möchte und habe so keine richtige Reihenfolge. Deshalb ist das vielleicht alles ein bisschen durcheinander. Ich rede häufig auch mal negativ über Veranstalter. So, und in diesem Fall bin ich jetzt auch sehr kritisch. Muss aber auch sagen, ein Veranstalter hat es natürlich auch nicht einfach. Und was ja auch hier nachher noch zum Tragen kommt, was kleine Bands betrifft, es geht dabei natürlich auch immer ums Geld. Und ich weiß es nicht, ob ihr euch da ein Verständnis von macht, was es bedeutet. Ich greife jetzt einfach mal ein Konzert heraus, was ich selber gemacht hatte. Da nimmst du 4 Bands. Sagen wir mal, die erste ist einfach der Opener, die kommen aus der gleichen Stadt, hier der Local Support, dann 2 mehr oder weniger bekannte Bands und ich sag mal so aus dem Underground eine einigermaßen bekannte Band, die dann auch was zieht. So, was schätzt ihr denn, was sowas kostet? So, gehen wir mal davon aus, Spritgeld soll drin sein, vielleicht dann für den Headliner noch ein bisschen mehr. So, dann kommt noch die Verpflegung dazu, dann kommt die Unterbringung mit dazu. Ja, und da bist du. Je nachdem, wie groß jetzt der Headliner ist. Und wir sprechen hier wirklich noch von kleineren Bands. Wir sprechen nicht von den, doch mal größeren Namen jetzt aus dem Underground. Da bist du gerne mal bei 600 bis 1000 Euro dabei. Für ein Konzert. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, aber stell dir mal vor, es kommt niemand. Dann sitzt der Veranstalter auf 1000 Euro. Und 1000 Euro, das ist gerne mal ein Monatsgehalt. Na? So, und da kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass man da als Veranstalter im Vorfeld, das ist auch der Grund, warum ich nichts mehr organisiere, so, dass man da sehr zittert vor und dass man natürlich auch
weil das auch eine ganze Menge Aufwand ist, so ein Konzert auch mit 4 Bands oder mit 6 Bands, das bedarf einer Menge Organisation im Vorfeld. Und wenn das dann alles für die Katz war, dann ist das natürlich logisch, dass man dann auch sauer ist. So. Hier, was ich bis jetzt hier gesagt hätte, da scheint halt so ein bisschen durch, also Veranstalter hin oder her, also man muss es halt auch können. So, das klingt jetzt ein bisschen gemein. So. Manchmal hilft es nicht, nur einen guten Willen zu haben und irgendwas machen zu wollen, sondern man muss da auch irgendwie so ein bisschen den Dreh raus haben. So. Und was dieses Ding mit den kleinen, mit den Underground-Konzerten nur mit kleinen Bands betrifft, so, da ist eben das Risiko sehr hoch, dass da eben auch einfach nur wenig Leute kommen. Ich werde das jetzt hier einmal fortführen. Als Veranstalter muss man einfach immer und immer wieder die gleichen, gerade aktuell beliebten Bands holen, egal wie beschissen sie eigentlich sind. Viele Bands werden doch nur gehört, weil sie aus irgendeinem Grund gerade angesagt sind. Oder man holt sich einen Headliner, der nicht bezahlbar ist. So, den letzten Satz stellen wir jetzt mal außen vor. Das ist richtig. Es gibt einfach Bands, gut, die kann man sich dann einfach nicht leisten. Und dann ist man da vielleicht auch wirklich einfach nur Underground-Veranstalter. So ab einem bestimmten Punkt musst du einfach sagen, gut, die Band kann ich mir nicht mehr leisten. So. Bei der anderen Sache ist das so, ja, aber was willst du machen? Möchtest du, dass Leute aufs Konzert kommen? Dann musst du eben auch einfach Bands holen, von denen du weißt, dass die dann auch was ziehen. So. Ich habe da mit vielen verschiedenen Veranstaltern in der Vergangenheit drüber gesprochen. Unter anderem auch mit Flo vom Bambi Galore in Hamburg. Das Bambi Galore in Hamburg, das ist so die Adresse Nummer 1 für die richtig geilen Metal-Konzerte. Sag ich mal, was für die Markthalle in Hamburg zu klein ist, das spielt dann im Bambi Galore. So. Und Flo hatte einfach auch jahrelange Erfahrung, hab da mit ihm drüber gesprochen. So. Du hast da so eine Situation, da spielt den einen Abend Nikos Christos mit 3 anderen Bands. Der Laden ist brechend voll, mit 200 Leuten vollkommen überfüllt. So. Ein paar Wochen später oder Monate, ich weiß das nicht mehr, da war die Icelandic Invasion. Ich glaube, das hieß so. Das waren 3 oder 4 isländische Bands, jetzt nicht aus dieser bekannten Garde, so, das waren halt die Unbekannten, aber die haben sich da einfach mal den Spaß gemacht, haben eine kleine Europatour für sich organisiert und unter anderem halt auch in Bremen und in Hamburg halt gemacht. Ich war da, es waren keine 30 Leute da. Und da frage ich mich so, warum? Und ich denke mir dann immer so, wieso versucht man nicht, solche Sachen zu verbinden? Das ist natürlich ganz schwierig. Du hast natürlich ein Package, das dir angeboten wird, da kannst du jetzt nicht noch groß dran rumschrauben. Aber man muss irgendwie versuchen, so einen Mittelweg zu finden, bekannte Bands mit unbekannten Bands zu kombinieren. Und ich wiederhole nochmal, es geht nicht darum, kleine Bands, sondern es geht darum, kleine, gute Bands in solche Packages zu integrieren, damit diese Band dann auch ein Publikum haben. Es gibt ja durchaus zahlreiche Bands, die wirklich sehr gut sind, die aber einfach dadurch, dass sie halt keiner kennt, live da auch nicht sonderlich viel reißen, dass die Bands dann auch mal eine Chance haben. So. Ja, jetzt habe ich hier geredet. So, und jetzt möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war ja das Acherontic Arts Festival dieses Jahr wieder. Ist von Warn Records organisiert und da hat praktisch das Who is Who vom Label gespielt. Und ich sage mal, das Who is Who, was in der Szene im Moment, was diesen Stil von Black Metal betrifft, so dieses düstere, okkulte, sehr abwechslungsreiche, aber auch immer, ja, das Who is Who aus dieser Szene und das Who is Who von dem, was so praktisch ganz vorne so im Death Forever mitspielt. Ne? So, und die Veranstaltung ist gefloppt. So. Da sind am Abend so wenig Leute gekommen. Und da frage ich mich, wie kommt das? Also ich habe mich da mit ein paar Leuten drüber unterhalten, wie kommt das? Du hast da wirklich von The Runes of Beverast, vor King Dude hat gespielt, Urfaust haben gespielt und Endless haben gespielt. So. Wie kommt das, dass da, dass so eine Veranstaltung, wo nun wirklich die großen Bands, also wirklich das, was angesagt ist, ist, wie kommt das, dass da keiner, dass da zu wenig Leute kommen? So, jetzt habe ich gesagt, ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Ich wollte nämlich auch hin. So, da war jetzt der Akku leer. Muss mal gucken, wie ich das ja gleich geschickt schneide. Ich habe gesagt, ich erzähle eine kleine Geschichte. Ich wollte nämlich auch zu dem Festival. So, und über Monate schon mit Freunden auch von anderswo, hier Berlin und Nürnberg, schon geschnackt, so, lass da treffen, wird cool. Termin rückte immer näher. Der eine oder andere ist dann halt schon abgesprungen. Ja, und ich habe dann mal so geguckt, was so spielt und wann die spielen. Das war ein 2-Tages-Festival, Freitag, Samstag. Und so die Sachen, die mich wirklich interessiert hätten, die haben halt am Freitag gespielt. Kommt immer näher der Tag. Ja,
Ganz unerwartet, fiel mir ein, ich muss ja bis 3:30 arbeiten. Die bessere Hälfte ist erst 6 zu Hause. Da muss man noch los. Ja, wisst ihr was? Ich habe den Abend vom Fernseher verbracht. Warum erzähle ich euch sowas? Mit Ruhm bekleckere ich mich sowas nicht. Aber ich glaube, das ist genau das. Das ist genau das Problem. Diese beschissene Einstellung oder diese Trantütigkeit ist das. Und da bin ich auch nicht stolz drauf. So. Ich bin nicht so der große Festivalsgänger. So. Und Konzerte, ich wohne ja mittlerweile hier in Porta Westfalica, das wären nur 2 Stunden gewesen. Andere sind da noch weiter für gefahren. Und für das Package, für diesen Abend oder für diese beiden Abende, was du so in dieser Form nicht nochmal in dieser Kombination so schnell sehen wirst. Ja, woran liegt das? Es wird immer von Übersättigung gesprochen. So. Und ja, ich sag mal so, wie ich das dann wahrscheinlich empfinde. Ja, gut, ich gehe da jetzt nicht hin, aber die werden ja nochmal spielen. So. Ja. Sven von Waren hat sich gefreut über solche Leute wie mich wahrscheinlich. Ne? Ja. Ich denke, das ist auch wichtig, dass ich mal einfach solche Sachen raushaue. So. Also, es gibt halt so keine Patentlösung für diese Geschichte. Es gibt halt Leute, so, die gehen halt vielleicht nicht gerne auf Konzerte. Es gibt Leute, die kaufen sich keine CDs, aber die kaufen sich dafür Merch. Es gibt. Ich mache hier erstmal weiter. Ich habe da nämlich noch das eine oder andere. So, jetzt geht der Verfasser hier wieder noch ein bisschen zynischer und schimpft ein wenig rum. Hauptsache, man säuft sich jedes Wochenende den Kopf bis zum Anschlag zu, geht in Puff, bla bla bla, das hat dann alles wenig. 10 Euro für Kunst ist zu viel, vor allem wenn ich den Kommentar höre. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Musik sollte kostenlos sein, weil sie für alle sein sollte. Da kommt jetzt ein in Großbuchstaben, fickt euch mit vielen Ausrufezeichen. Ja. Das ist eine ganz schwierige Sache. Dieses Musik sollte kostenlos sein, weil sie für alle sein sollte. Das hört man meistens von Leuten, die selber jetzt nicht aktiv sind. Und was schlimm an der Sache ist, dass wenn du jemand bist, der, wie ich jetzt zum Beispiel hier Videos mache oder ich als Band Musik mache und du fängst damit an zu erzählen, dass du auch irgendwie Geld brauchst, um das zu finanzieren, was jetzt wichtiger für die Band ist. Bei meinem Kanal hier ist es noch ein bisschen was anderes. Dann gehen ganz schnell die Daumen runter und dann heißt das, wie jetzt der Verfasser hier auch, ich greife da mal vor, am Schluss sagt, ja, am Ende bist du ja selber schuld, du musst das ja nicht machen. Und das ist so eine Einstellung, die mir sehr missfällt und gegen die ganz schwierig gegenzuarbeiten ist, dass Kunst, Kreativität nicht als etwas empfunden wird, was Arbeit macht. Es wird immer als irgendwie etwas gesehen, ja gut, der hat dann das Talent oder das macht er ja, das ist ja sein Hobby, seine Leidenschaft, das macht er so, warum soll der dafür Geld kriegen? So, hau mal raus, du bist jetzt Lagerarbeiter und buggelst da hart für deinen Job und deinen kargen Lohn da und dann sagst du so, ja, warum soll jetzt diese Band da, die da jedes Wochenende Party macht, sich zusäuft und Spaß hat, warum soll die davon leben können, wenn ich hier hart für mein Knäckebrot da arbeiten muss, ne? So, das ist natürlich totaler Unsinn. Bands, die so viel verdienen, sag ich mal, wie der, das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, der Lagerarbeiter, die sind da mittlerweile schon so groß, da sind gewisse Klischees einfach auch gar nicht mehr vorhanden. So. Da ist das tatsächlich Arbeit. Nur mit dem Unterschied, dass die da nicht 40 Stunden arbeiten müssen, sondern wesentlich mehr. Weil du in diesem Kreativbereich ganz schwierig natürlich in Stundenlohn sprechen kannst. Da werden mir viele jetzt so auch aus dem Freelancer-Bereich wahrscheinlich zustimmen. So. Oder Maler, Künstler, so alle, die jetzt für uns jetzt schon so mal T-Shirts designt haben. Wenn du die im Stundenlohn bezahlen würdest, dann kannst du das T-Shirt gar nicht mehr verkaufen. So, ne? Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Ja, leg das hier mal beiseite. Habe jetzt da den Vergleich mit Band und meinem Kanal hier. Natürlich macht das mir unheimlich viel Spaß. Natürlich ist
Band, etwas, was von Leidenschaft erfüllt ist, was man machen muss, so. Und natürlich ist da nicht der erste Gedanke, damit Geld zu verdienen, so. Aber als Band reicht es nun mal nicht, einfach nur Spritkosten zu bekommen, weil du auf Dauer eben andere laufende Kosten noch hast, wie den Proberaum, die Saiten und so weiter. Das geht ja noch. Frag mal einen Schlagzeuger, was ein neues Becken kostet, so. Oder wenn du dir dann, Spritkosten allein tun es ja auch nicht, wenn du 5, 6 Leute in der Band bist, dann musst du noch einen Bus mieten, wenn du keinen eigenen hast. So. Für den Kanal hier habe ich mir jetzt einen neuen Computer besorgt und ein neues Schnittprogramm. So. Das sind halt so, ja, das bezahle ich dann halt auch selber, das bezahlt mir auch kein anderer. So. Ich denke mir dann aber auf weite Sicht, ich habe zum Beispiel so einen Patreon-Account hier eingerichtet, ich weiß jetzt nicht, ob der bis Mittwoch da unten schon verlinkt ist, ob ich das da alles gebacken gekriegt habe. Bin echt im Moment so mit Videos machen beschäftigt, ich habe überhaupt keine Zeit, mich um solche Sachen zu kümmern. Ne? Ich verstehe Leute, was heißt verstehe? Ich kann es akzeptieren, heutzutage, es werden nicht mehr viele CDs verkauft. Und wenn Leute einfach keine CDs kaufen, sondern sich die Sachen einfach umsonst kostenlos bei YouTube angucken möchten, dann sollen sie das machen, das mache ich auch. Ernie hört sich durch Angesagtes. Glaubt ihr vielleicht, ich kaufe mir eine Five Finger Death Punch nur, um euch dann zu erzählen, dass ich die nicht so gut finde? Natürlich gucke ich mir das höre ich mir das kostenlos bei YouTube an. So. Aber ich kaufe halt auch viele CDs. Ich kaufe viel Platten halt. Aber natürlich nicht alles, was ich gut finde, weil ich so viel Geld gar nicht hätte. So. Und wenn du halt das nicht, ich versuche da so ein bisschen so an so ein gewisses Moralverständnis, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, so zu appellieren. Es geht nicht, versucht irgendwie so eine Balance zu halten aus dem Ganzen. Wenn ihr keine CDs kauft, dann kauft euch doch vielleicht einfach, wenn ihr auf ein Konzert geht, einfach mal ein T-Shirt oder so. Da verdient die Band echt ordentlich was dabei. Und natürlich müsst ihr jetzt nicht jeden YouTuber dafür bezahlen, dass er das macht. Die Videos, die ich hier mache, die bleiben immer kostenlos so. Aber wenn ihr das mal unterstützen wollt, mich unterstützen wollt oder einen anderen, nicht jeder von euch muss jetzt hier irgendwie was tun so, und mich dafür bezahlen. So. Das ist totaler Blödsinn. So. Aber wenn so der ein oder andere sagt so, ja, ich habe so den einen oder anderen YouTuber, den gucke ich immer wieder gern, ich freue mich jeden Mittwoch so, 1 Euro, keine Ahnung, so sowas halt. Und auf Band, wie gesagt, bezogen, ja, es ist ja der Klassiker, so geht auf Konzerte. Guckt halt einfach irgendwie, dass ihr wenigstens einen Teil zurückgebt von dem, was ihr von jemandem, der Kunst macht, der euch etwas gibt. Weil ihr hört ja Musik, jeder hört doch irgend, oder also auch ihr, der es jetzt guckt. Ich meine, wir sind jetzt so im Metal und Metal ist immer irgendwas, was von hier kommt. So, wenn ihr Musik hört, das geht doch, da spürt man doch was so. Und ja, versucht einfach irgendwie, auch wenn ihr in keiner Band seid, wenn ihr einfach nur Konsument seid, irgendwie so eine Waage zu finden, dass ihr auch ein bisschen was an das zurückgibt, von dem, was ihr, von dem ihr ja profitiert. Und dann ist das vollkommen in Ordnung, von morgens bis abends kostenlos bei YouTube Musik zu hören und sich Sachen anzugucken, weil genau das Gleiche mache ich auch. Ich wurde bei Facebook nochmal zum Thema Tabak befragt. Ich habe ja in der letzten Show erzählt, dass ich ganz gern Pfeife rauche. Bevor ich da jetzt alles wiederhole, würde ich mal sagen, wenn euch das Thema Pfeifentabak interessiert, schreibt es unten in die Kommentare, dann werde ich in einer der nächsten Shows nochmal ein paar Takte dazu sagen. Jo, was hältst du denn von Nexus Polaris von Covenant, will einer wissen. Ja, geht so. Also als das Album rausgekommen ist, da war ja gerade so dieser gut produzierte, melodische Keyboard-Black-Metal in. Und dafür fand ich das eher langweilig. Also den Vorgänger in Times Before the Light fand ich richtig gut. Das war ja schön dieser verwaschene Sound. Und selbst den Nachfolger als The Covenant dann, also als Covenant sich in The Covenant umbenannt haben, Animatronic, das Album fand ich auch richtig stark. Seti. Das war dann ultimativ langweilig, aber danach haben sie sich dann wohl auch aufgelöst, beziehungsweise ist seitdem nichts mehr gekommen. Andere Sache, ich blick's bis heute nicht, warum so viele Sjukdom von Life Lover nicht mögen. Das Album ist durch und durch hartes, aggressives und depressives Chaos. Ja, das Zauberwort heißt halt Geschmackssache so. Ich gehe bei Musik halt nicht mit dem Kopf ran, sondern hier, mit der Körpermitte da und mir taugt das nicht. Ich finde es langweilig und ist halt so, aber das ist ja auch nur meine Meinung. Wenn du das Album gut findest, dann ist das doch schön. Dann ist es doch vollkommen egal, was andere dazu sagen. Früher war es besser. Es gab keine Hipsters und keine Gangster und keine Handy-Zombies. Ah, kann ich so jetzt nicht unterschreiben. Ne? Also die ganzen Popper, die aufgestylten Weiber und Szenetypen und so weiter, das hat es auch alles früher gegeben. Und Gangster, wenn ich da an die Schulzeit zurückdenke, da in ihren Fila-Jacken und
Naja, gut, Handy-Zombies, da gab's dann früher halt noch nicht, ne? Was hältst du vom Thema Haare, möchte wer wissen? Ja, habe ich jetzt so keine spezielle Meinung zu. Haare im Abfluss, schimmeln vor sich hin. Eine Textzeile, ob ihr die Band kennt hier. Wie heißen denn die nochmal? Jetzt auch vergessen. Mich würde interessieren, was du von Good Production und Bad Production Black Metal hältst, beziehungsweise welches von beiden besser ist. Ja, das kann man jetzt so nicht beantworten. Keiner will ein top produziertes Under a Funeral Moon von Darkthrone hören. Und Enthroned Darkness Triumphant von Dimmu Borgia klingt so, wie es ist, super. Und das kannst du so fortführen. Die ganzen neueren Deathbell Omega Sachen, die müssen so produziert sein, wie sie sind. Xastur muss aber genau so klingen, wie es nun mal klingt. Kommt immer drauf an, so. Das Schlimmste ist so gewollt und nicht gekonnt, ne? Also wenn es dann einfach scheiße klingt, weil man keine Ahnung hatte, so. Weil die haben früher schon ganz genau gewusst, was sie da machen. Die wollten einen Trend gegen den gut produzierten Death Metal halt setzen. Das war der Grund, warum Darkthrone nach der Soulside Journey eben was komplett anderes gemacht haben. Ja, das waren so die Fragen. Mal gucken. Fragt ruhig weiter, kommentiert gern weiter. Wie gesagt, ich bin restlos begeistert, auch gerade von der letzten Show, was da einige für Aufsätze da unten geschrieben haben. Ich lese mir das alles durch, so, ne? Also nur weil ich es nicht kommentiere, und finde es wirklich toll, muss ich sagen. Bis nächste Woche.